Wenn ich meine Augen schließe und hier sitze, jemand geht in diese Halle. Ich werde dir sagen, was für eine Person hereingekommen ist. Du wirst sehen, sobald du so sitzt, wird dein Gehirn besser arbeiten, glaub mir. Schau, wenn du den menschlichen Körper von innen kennst, schau es dir selbst an. Schau einfach, wie sich dein Körper anfühlt, wenn Nahrung im Magen ist, und wie sich der Körper anfühlt, wenn der Magen leer ist. Du wirst sehen, dein Körper und dein Gehirn arbeiten am besten, wenn dein Magen leer ist. Wenn ständig Nahrung im Verdauungssystem verarbeitet wird, geht dort natürlicherweise eine gewisse Energie verloren. Also werden sowohl dein Gehirn als auch dein Körper nicht optimal funktionieren. Wenn du dein volles Potenzial ausschöpfen willst, musst du deinen Körper und deinen Stoffwechsel des Körpers so halten, dass was auch immer du isst, innerhalb von 1,5 bis 2,5 Stunden muss dein Magen leer sein. Das ist, worauf Yoga immer besteht. Innerhalb von 1,5 bis 2 Stunden sollte dein Magen leer sein. Ein leerer Magen bedeutet nicht Hunger. Nur wenn das Energieniveau sinkt, verspürt man Hunger. Ansonsten muss der Magen leer sein. In dieser Ecke befindet sich ein steinerner Mandapam oder Pavillon, in dem wir ein ideales Büro für dich eingerichtet haben. Niedrige Stühle, niedrige Tische. Du wirst sehen, sobald du so sitzt, wird dein Gehirn besser arbeiten, glaube mir. Ich kann nicht sprechen oder erkunden, ohne meine Beine einzufalten. Zumindest ein Bein muss eingefaltet sein, sonst merke ich den Unterschied, wie mein Gehirn funktionieren wird. Wenn du den Unterschied nicht kennst, wann es funktioniert und wann es nicht funktioniert, dann bist du ein ernsthaftes Problem. Lege einfach die Beine zusammen und setze dich für einige Zeit hin. Halte deine Wirbelsäule aufrecht. Plötzlich ist deine Fähigkeit wahrzunehmen. Ich sage dir, wenn ich meine Augen schließe und hier sitze und jemand geht in diese Halle, werde ich dir sagen, was für eine Person hereingekommen ist. Oh, Sadhguru, du bist ein großartiger Yogi. Das ist nicht der Punkt. Sogar der Hund in deinem Haus weiß das, nicht wahr? Ja oder nein? Dein Hund sitzt unter dem Sofa. Jemand kommt an die Haustür. Er weiß, wer gekommen ist. Ja oder nein? Was ein Hund wissen kann, kannst du nicht wissen? Nein, was ich dir zu sagen versuche, ist, im Wesentlichen ist der gesamte Evolutionsprozess von einer Amöbe bis zum Menschen ein komplexeres und besser entwickeltes neurologisches System, nicht wahr? Ja oder nein? Als ein Mensch hast du das am besten entwickelte neurologische System. Wenn ein Hund es spüren kann, kannst du es auch spüren. Es ist nur so, dass du die ganze Zeit in einem Wirrwarr von Gedanken steckst. Denn die notwendige Aufmerksamkeit ist bei den meisten Menschen abhanden gekommen. Weil sie ein Kaleidoskop an Farben auf ihren Bildschirmen und so weiter sehen, haben sie diese Fähigkeit verloren. Eine Sache ist, diese Aufmerksamkeit zurückzubringen. Jede Dimension des Yoga ist darauf ausgerichtet, deine Aufmerksamkeit auf ein Niveau zu heben, dass, was auch immer hier ist, du es nicht verpassen solltest. Alles muss in deiner Erfahrung sein. Erst dann kannst du dich einem vollwertigen Menschen nennen. Trage dein Aufmerksamkeitsdefizit nicht als eine Art von Qualifikation. Alles eröffnet sich nur in dem Maße, wie du ihm Aufmerksamkeit schenkst. In dieser Hinsicht ist der Atem ein wunderschönes Mittel, um Aufmerksamkeit zu üben. Aufmerksamkeit nicht für einen bestimmten Zweck, einfach um aufmerksam zu sein. Egal, ob du ein Künstler bist, ein Wissenschaftler bist oder eine spirituell orientierte Person, du bist ein Geschäftsmann, oder du lebst einfach dein Leben in Bezug auf deine Familie, deine Liebe, deine Freude. All diese Dinge werden sich dir nur eröffnen, weil du ihnen genügend Aufmerksamkeit geschenkt hast.
Die menschliche Aufmerksamkeit kann so ziemlich jede Tür im Universum öffnen. Aber in der Lage zu sein, aufmerksam zu sein, ohne ein Ziel zu verfolgen, ohne die Ergebnisse zu kalkulieren, einfach aufmerksam zu sein. Um die Lebenskraft in einen aufmerksamen Prozess zu verwandeln, kann deine Aufmerksamkeit nur aus dem Verstand heraus erfolgen. Oder du kannst deinen ganzen Körper in deine Aufmerksamkeit einbeziehen. Wenn du das verstehen musst, wenn du einen Tiger oder einen Leoparden oder einen Geparden bei der Jagd beobachtest, wirst du sehen, dass er nicht nur mental aufmerksam ist, sein ganzer Körper ist aufmerksam. Er ist fokussiert. Die Energien sind fokussiert. Wenn du also deinen Körper, deine Energien in die mentale Aufmerksamkeit einbeziehst, wird diese Aufmerksamkeit plötzlich zu einer enormen Kraft, die eine Vielzahl von Aspekten des Lebens dazu bringt, sich dir zu öffnen. Das Leben eröffnet sich dir nur in dem Maße, in dem du in der Lage bist, die Kraft der Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die Kraft der menschlichen Aufmerksamkeit ist eine unglaubliche Macht. Du musst mit der nötigen Übung lernen, diese Kraft zu entfesseln, zu deinem Nutzen und zum Nutzen aller. Ihr alle solltet dem Aufmerksamkeit widmen, wie ihr wisst schon, mein wunderbares Gefäß. Bitte seid aufmerksam, bitte tu jetzt nur das. Du solltest deine Aufmerksamkeit nicht von diesem Gefäß abwenden. Schenke ihm einfach Aufmerksamkeit, es ist so ein wunderschönes Gefäß. Bitte. Also, während ich jetzt spreche, schau, du kannst nicht bei diesem Gefäß bleiben. Einen Moment und okay. Nein. Angenommen, du hättest dich in dieses Gefäß verliebt. Wenn ich jetzt dieses Gefäß verstecke, willst du es sehen? Es ist egal, wohin das Gefäß geht. In deinem Kopf spielt sich das Gefäß ab. Jetzt ist dein Verstand so, weil du emotional involviert bist. Du hast dich in das Gefäß verliebt und jetzt ist dein Verstand ständig bei ihm. Das ist also, was Hingabe ist. Es ist eine kraftvolle Art, etwas Aufmerksamkeit zu widmen, eine mühelose und freudige Art, Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn du versuchst, dich auf etwas zu konzentrieren, wirst du Kopfschmerzen bekommen. Aber wenn du dich in etwas verliebst, ist deine Konzentration sowieso hundertprozentig da. Und du wirst keine Kopfschmerzen bekommen, du wirst ekstatisch sein. Dies ist eine intelligentere Art, deinen Verstand zu nutzen, als alles, was die Menschen bisher als Intellekt kannten. Ein sich Hingebender hat eine völlig andere Sichtweise auf das Leben. Es ist eine andere Dimension der Intelligenz, in der er in der Lage ist, auf Dinge zuzugreifen, von denen andere nicht mal träumen können. Mühelos, freudvoll, weil er emotional involviert ist. Seine Aufmerksamkeit ist absolut. Und worauf auch immer du deine Aufmerksamkeit richtest, wenn deine Aufmerksamkeit absolut ist, muss sich diese Dimension des Lebens öffnen. Sie muss sich eröffnen. Es gibt keine Wahl.